Shepard, es ist schön, Sie zu sehen. Ich habe ein paar Terminals mit Informationen eingerichtet, die Sie bestimmt interessieren. Sehen Sie sich's mal an. Okay. Willkommen zurück, Shadow Broker. Was ist das? Das ist der VI-Assistent des alten Broker. Er war beim Wiederaufbau des Netzwerks durchaus hilfreich. Sagen Sie bitte Bescheid, wenn ich sonst noch etwas für Sie organisieren kann, Shadow Broker. Außerdem hält er jeden im Raum für den Broker. Ich kümmere mich später um die Feineinstellung. Mein Handbuch steht offen, wann immer Sie Zeit haben. Das ist interessant. Investitionsmöglichkeiten. Warnsignal. Eine Piratenflotte wird in den Außenbereichen der Terminus-Systeme zusammengezogen, um Überfälle auf abgelegene Allianzkolonien vorzubereiten. Informieren Sie Admiral Hackett über bevorstehende Invasionen. Klar. Die Sirta Foundation kann die Tests eines neuen, vielversprechenden Antibiotikums nicht durchführen, weil Unterlagen versehentlich falsch abgelegt wurden. Nutzen Sie Ihre Kontakte, um die Hürden zu überwinden, damit Sie den klinischen Tests begonnen werden kann. Ja, das klingt auch gut. Verleumdungskampagne. Ein korrupter Politiker will alle auf der Erde hergestellten Waren, die in sein System geliefert werden, mit einer hohen Steuer belegen. Im Austausch gegen Zahlungen lokaler Geschäftsmänner ruinieren sie den Ruf des Politikers mit einer Verleumdungskampagne, damit sein Vorschlag nicht verabschiedet wird. Ist das... Keine Ahnung. Klingt gut. Angemessene Belohnung. Eclipse-Söldner haben auf dem Planeten Cuervo insgeheim eine Anlage zur Herstellung von rotem Sand errichtet. Geben Sie den dortigen Behörden einen Tipp und kassieren Sie dafür die Hälfte der bei der folgenden Razzia beschlagten Namen. Credits. Ja, warum nicht? Cool. Kundungsinformation. Shadowbroker Schiffsmodell. Dürfen wir das einfach mitnehmen? Oh. Isio Minenunternehmen. Ach, das sind Planeten. Also da kriegt man Koordinaten von Planeten, die viel von dem einen oder anderen Erz beinhalten. Die werde ich mir irgendwann mal offline holen. Und dann offline die Sachen, also kurz bevor die Mission, die letzte Mission anfängt. Anlieferung. Sturmgewehrtechnologie. Und Iridium. Okay. Fortgeschrittenes Training. Dossiers. Ich rede erstmal mit Liara. Die Elite des koreanischen Ratsmitglieds hat in letzter Zeit einige ungewöhnliche Käufe getätigt. Sie rechnet möglicherweise damit, in ein größeres Anwesen umzuziehen. Das ist super interessant. Wie geht's Ihnen, Liara? Ehrlich gesagt, ich bin ein bisschen überwältigt. Der Shadow Broker hatte mehr Ressourcen, als Sie sich vorstellen können. Hier, sehen Sie mal. Er hatte Zugang auf höchster Ebene zu den Regierungen der Turianer und der Asari. Und mehr als eine salarianische Dalatres hat ihm Informationen verkauft. Und jetzt gehört alles uns. Das klingt gut. Sie werden jetzt aber nicht mit gruseligen Informationen über jeden in der Galaxie zur Einsiedlerin, oder? Ich spüre die Verlockung. Ich habe direkten Zugriff auf alle Geheimnisse der Galaxie. Geben Sie mir 10 Minuten und ich könnte einen Krieg anzetteln. Aber ich habe ein Ziel. Ihnen zu helfen, die Reaper aufzuhalten. Dadurch bleibe ich ehrlich. Sie wissen schon, relativ betrachtet. Wenn es Ihnen zu viel wird, könnten wir das Ding einfach verschrotten und abhauen. Das ist das Problem. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich hierher gehöre. Bei der Arbeit alleine habe ich immer nach Hinweisen gesucht. Mit den Ressourcen des Shadow Broker geht es um Organisation und Katalogisierung. Ich habe alles, Shepard. Das ist ein Traumjob. Nur das Büro liegt etwas ungünstig. Ach, das lässt sich bestimmt ändern. Haben Sie schon etwas Nützliches gefunden? Der Shadow Broker wusste von den Reapern. Vielleicht hat er deshalb angeboten, dem Rat zu helfen, Sarens Schuld zu beweisen. Er wollte nicht, dass Saren Erfolg hat. Außerdem wusste er, dass die Kollektoren Proteaner waren, umfunktioniert zu Marionetten des Vorboten. Es gibt sogar einige Daten über die Proteaner. Er wusste wohl, was kommen würde und hat einen Weg zum Überleben gesucht. Das ist gar nicht mal so dämlich. Warum hat er sich immer noch mit den Proteanern beschäftigt? Sie haben uns die Warnung und die Röhre auf Ilos gegeben, aber diese haben wir benutzt. Der Shadow Broker hat wohl gedacht, dass da noch mehr zu finden ist. Vielleicht hatten die Proteaner andere Pläne.
Oder vielleicht hat er nur nach allem gegriffen, was irgendwie Hoffnung versprochen hat. Ermitteln in alle Richtungen, kann ich verstehen. Woher wussten Sie, was der Shadow Broker war? Ich wusste es nicht. Ich hatte keine Ahnung, was ich erwarten sollte, als wir ihn endlich gefunden hatten. Aber bei meinen Proteaner-Studien habe ich mich auch mit Kulturen vor der Raumfahrt beschäftigt. Ich weiß einiges über die Jag. Auf den Terminals ist mehr, falls es Sie interessiert. Eine faszinierende Kultur und eine erschreckende. Und wie geht's, Farron? Wie geht es, Farron? So gut, wie man es nach 2 Jahren ständiger Folter erwarten kann. Kommt er wieder in Ordnung? Ich weiß es nicht. Er will arbeiten, also lasse ich ihn helfen. Vielleicht lenkt ihn das ab. Und? Sie und Farron? Nein. Die Tortur hat bei ihm ein Trauma ausgelöst. Er ist emotional empfindlich und muss sich erholen. Er ist mir für seine Rettung sehr dankbar. Aber es wäre unverantwortlich von mir, das auszunutzen. Wow. Es war schön, mit Ihnen zu reden, Liara. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie was brauchen. Was ich jetzt wirklich brauche, ist Freundschaft. Ich kann nicht lange weg, aber die ganze Zeit auf diesem Schiff zu verbringen. Bei Ihrem nächsten Besuch könnte ich vielleicht mal mit auf die Normandy kommen. Kannst auch jetzt mitkommen. Klingt gut. Warum machen wir das nicht sofort? Okay, danke. Bin gleich da. Geben Sie mir eine Minute. Interessant. Hat Ihnen die Führung gefallen? Ja, es ist ein wunderbares Schiff. Und ich habe Joker getroffen. Er schien sich zu freuen, mich zu sehen. Obwohl er gefragt hat, ob ich kürzlich die Ewigkeit umarmt hätte. Ach, natürlich hat er das. Ich würde mir Sorgen machen, wenn er solche Sachen nicht sagt. Ich habe Ihnen etwas mitgebracht. Es war ziemlich mühsam, aber ich konnte Ihre Dienstmarke beschaffen. Cool. Commander Shepard, Normandy. Ich dachte, die würde ich nie wiedersehen. Sie hat mehr als einmal den Besitzer gewechselt. Erinnern Sie sich an Admiral Hackett? Er hat sie mir überlassen, damit ich sie an Sie weitergebe. Er schickt Ihnen Grüße und hofft, dass es Ihnen gut geht. Wie geht es Ihnen, Shepard? Ich meine wirklich, nicht das, was Sie zur Hebung der Moral Ihrer Crew erzählen. Voller Hoffnung, naja. Unter uns? Ich habe keine Ahnung, wie wir das schaffen sollen. Ich tue, was ich kann, aber... Sie haben mehr getan als die meisten. Ohne Sie würde es auf Horizon keinen Mann, keine Frau und kein Kind mehr geben. Das nützt uns alles nichts, wenn die Reaper nicht aufgehalten werden. Dann lebt gar nichts mehr. Ich habe einige von ihnen gerettet, aber nicht genug. Und die Kollektoren werden Kolonien überfallen, bis ich sie aufhalte. Dann werden sie sie aufhalten. Und ich dachte schon, es könnte schwierig werden. Sie werden es schaffen, so wie immer. Ich weiß nur nicht, was als nächstes passiert. Sagen Sie mir, was Sie wollen. Wofür kämpfen Sie? Eine Chance, Miss Was Normandy eine Heimatwelt zu geben? Sag mal, wie schnell spricht sich sowas hier eigentlich rum? Ich meine, die meisten wissen das ja fast vor mir. Das Leben überall. Ja, das Leben überall, ne? Ich meine, die Kollektoren sind nur der erste Schritt, um die Reaper aufzuhalten, und die Reaper bedrohen einfach jeden, deswegen müssen eigentlich auch alle zusammenarbeiten. Ich denke, ich kämpfe für uns. Für uns alle. Das ist eine große Verantwortung. Menschen sind chaotisch, peinlich, manchmal selbstsüchtig oder grausam, aber sie versuchen es. Und ich sorge dafür, dass sie eine Chance haben. Hoffentlich ist die Galaxie die Mühe wert, die sie in ihre Rettung investieren. Ich muss zurück auf meine Basis. Trotzdem, danke für die Einladung, Shepard.
Komm bald wieder. Tja, ja. Das war interessant. Haben wir den Shadow Broker mal ausgetauscht. Aber wir können doch, genau, wir können auch zur Shadow Broker Basis nochmal zurück. Bitte. Das lohnt nicht. Denn da gab es ja noch Kram, den wir aktivieren konnten. Ich dachte nur, ich rede erstmal mit Liara. Aber wenigstens wegen Liara haben wir auf jeden Fall einen extrem guten Freund gefunden. Und es ist erstaunlich, was sie für eine Veränderung durchgemacht hat. Ich meine, dass wir sie in Mass Effect 1 gefunden haben, die kleine, völlig eingeschüchterte und selbst und unsichere Liara. Und jetzt ist sie der Shadow Broker mit einem der größten Informationsnetzwerke der Galaxie. Von ihrer Unsicherheit ist nicht viel geblieben. Und sie hat uns das Leben gerettet. Reden wir mal mit Farron. Shepard, schön, dass Sie vorbeischauen. Wir haben nicht viele Besucher. Ganz ruhig. Sie haben viel durchgemacht. Sie haben vermutlich recht. Ich habe mich noch gar nicht für die Rettung bedankt. Liara hat sie niemals aufgegeben, Farron. Ich habe nur geholfen. Ich bin immer noch erstaunt, dass Liara gekommen ist. Ich werde Ihnen beiden das nie vergessen. Ich kann das in den Archiven für Sie ablegen, Sir. Den Sekretär kennen Sie also auch schon. Ja, der ist ein bisschen komisch. 2 Jahre lang hat Liara nicht aufgehört, nach Ihnen zu suchen. Sie standen sich bestimmt sehr nahe. Sie ist eine gute Freundin. Besser, als ich es verdiene. Warum? Wie macht sich Liara Ihrer Ansicht nach als neuer Shadow Broker? Die Operationen sind nach einem kurzen Effektivitätseinbruch fast wieder voll im Betrieb. Seit wir das Netzwerk repariert haben, klebt Liara an den Archiven. Sie ist schon mehr als einmal am Schreibtisch eingeschlafen. Sie ist beschäftigt. Aber ich glaube, das gefällt ihr. Ja, das kann ich mir vorstellen. Wie geht es Ihnen, Farron? Ich komme wieder in Ordnung. Ich war ja nicht immer in diesem Verhörstuhl. Drell können mental in alte Erinnerungen flüchten. Das war in schlimmen Tagen recht hilfreich. Wie oft hat der Shadow Broker Sie an diesen Apparat gehängt? Oft. Man verliert den Überblick. Er hat die Wachen zusehen lassen. Als Abschreckung. Ein reizender Gefährte. Was tun Sie jetzt, wo Sie ein freier Mann sind? Ich will Liara beim Wiederaufbau helfen. Aber danach... Ihr Terminkalender füllt sich, Sir. Ich synchronisiere ihn mit Ihrem Universalwerkzeug. Nein, danke. Schon in Ordnung. Diese scheiß Drohne, ey. Wie kam es dazu, dass Sie und Liara nach meiner Leiche gesucht haben? Cerberus hat mich und Liara angeheuert, um ihre Leiche dem Shadow Broker zu stehlen. Ich habe damals für den Broker gearbeitet. Und er war derjenige, der ihre Überreste aufgesammelt hat. Und warum sollte jemand, der für den Broker arbeitet, Seiten wechseln? Warum haben Sie sich gegen den Shadow Broker gewendet? Er hat angefangen, für die Kollektoren zu arbeiten. Sie waren nicht Ihr erstes Opfer. Ich bin, war, ein Informationshändler. Sklaven liegen mir nicht. Sklaven? Sie haben anscheinend einen Freund gefunden. Die Drohne folgt jedem. Keine Ahnung, warum der Broker sie behalten hat. Ich bin eine Hülle für eine hochspezialisierte VI zur Datenverarbeitung und wurde gemäß Ihren Spezifikationen hergestellt, Shadow Broker. Er hilft bei der Koordinierung der gewaltigen Informationsmengen des Netzwerks. Aber ich würde mir einen anderen Ton wünschen. Sie haben meine Standardpersönlichkeit für ausreichend gehalten, Shadow Broker. Wenn er mich doch nicht immer so nennen würde. Ganz ruhig, Farron. Danke. Kein Problem, mein Guter. Und was ist das? Videoarchiv. Was macht diese Konsole? Dies ist ein Zugangspunkt für die Videoüberwachung. Ich habe das Archivmaterial vorbereitet, das Sie bei Ihrem letzten Besuch angefordert hatten, Shadow Broker. Nicht vergessen, Sie können zur Detailansicht heranzoomen und während des Abspielens jederzeit pausieren. Aria Zilla, okay. Omega.
Omega. Ah, sie hat sich an den Blue Suns gerecht. Beenden Pause nächstes. Emily Wong, Citadel. Emily Wong. Okay, das ist unsere Nachrichtenfrau. Und wer ist das? Schade, dass man nichts versteht. Das könnte interessant sein. Er geht die C-Sicherheit ein? Warum? Ah, Commander Bailey. Bisschen besoffen, der Typ. David Anderson, Citadel. Wo der überall Kameras hat. Rachel Gavon, Omega. Wow, der Typ hat's drauf. Kalisa Bensinan Al-Jilani, Citadel. Oh, da kann ich hier eine reinschlagen. Per Fernbedienung. Cool. 10 von 10 Punkten. Ich mag den Kroganer. Keeper 20, Citadel. Er hat die Keeper nummeriert? Da liegt ein toter Kroganer rum. Hm. Interessant. Patriarchin Atheta, Ilium. Patriarchin Atheta. Wer ist das? Erdnot Torsk, Tachanka. Oh. Das ist brutal. Kelham. Wir hätten Kelham mehr quälen sollen. Jacob Taylor, Normandy SR2. Der hat auf der Normandy Kameras? Ah, guten Körper, der Typ. Und er bleibt im Training. Subjekt Zero, Purgatory, Schiff erloschen. Purgatory? Ah. Warum macht sie das in den Einsätzen nie? Das ist voll cool. Aria Tilo, Omega. Ah, das hatten wir schon. Beenden. Cool. Es ist bald Zeit für den Neuerwerb des effektiven Kastenstatus auf Kashan. Ich habe Geldmittel vorbereitet, die Ihnen vollständigen Elitezugang ermöglichen. Okay. Machen wir hier mal wieder Musik an. Fortgeschrittene Panzerungsspind. Dossiers. Da wollte ich nicht. Ich glaube, das ist auch das letzte, oder? Anlieferung? Ist da wieder was drin? Nö. Investitionsmöglichkeiten haben wir gemacht. Dossiers. Ach, das ist eine Reparaturdrohne. Ach du heilige Scheiße. Hier steht viel. Wendell Lawson. Cerberus-Offizier. Effizienz rücksichtslos besessen von der Dominanz der Menschen. Mögliche Rekrutierungskandidate nach Attentat auf Unbekannten und Vernichtung von Cerberus. Morden Solos. Professor, früher beschäftigt bei Special Task Group der Salarianer. Beeindruckende Zeugnisse. Modifizierung der Genophare führte zu Sterberate von 99,9% bei kroganischen Geburten. Derzeit Arbeit bei Shepard. Offensichtlicher Versuch der Sühne.
Jacob Taylor, ehemaliger Allianzsoldat, Biotikausbildung, trotz ordentlicher Führung während des Militärdienst eindeutig aus Gründen der psychologischen Stabilisierung der Gruppe in Shepards Team. Aha, Subjekt Zero. Abnorme biotische Kräfte, archivierte Kampfvideos übertreffen die erwarteten Ergebnisse der Anlage auf Pragia. Infolge schwerer Misshandlung und Gefangenschaft während der Kindheit, emotional gestört und daher leicht zu manipulieren. Said Massani, Gründer der Blue Suns, hat Führungspositionen bei Suns aus Mangel an sozialer Kompetenz und politischem Einschätzungsvermögen verloren. Hohe Erfolgsquote bei Missionen, auch nach Nahtoderfahrung, hat mehrere Missionen von Agenten angenommen und ausgeführt. Beteiligung des Shadowbrokers an diesen Missionen wurde verheimlicht. Legion, sogar bei Legion hat der einen Eintrag. Präsenz des Geth bestätigt vermutete Spaltung der Geth in Heretics Orthodoxe und Anfälligkeit von Geth-Plattformen für Umprogrammierung. Ergebnisse der Operation Overlord von Cerberus direkt an Shadowbroker weitergeleitet, sobald Kontakt mit unserem Agenten wiederhergestellt ist. Ich glaube nicht, dass das noch weitergeleitet wird. Projekt Overlord ist Ende. Gareth Vicarian, ehemaliger C-Sicherheit-Officer, außergewöhnliche Fähigkeiten, was Taktik und Aufstellung von Teams angeht, Führungspotenzial von Shepard überschattet, volle Entwicklung unter Shepards Kommando unwahrscheinlich. Was? Justikarin Smawa. Asari Justikarin. Starrer Kodex der Justikarinnen macht ihre Schritte und Missionsergebnisse berechenbar. Mutter von drei Adat Yakshi, von denen eine im Citadel-Sektor immer noch wegen Mordes gesucht wird. Talisora was Norman, die Mechanikerin und Technikerin. Für Quarianer typische Überbetonung der Zukunft ihrer Spezies im Gegensatz zu persönlichem Aufstieg. Arbeit des Vaters nützlich für Verschärfung der Spannung zwischen Geth und Quarianern. Willst du mich verarschen? Die haben genug Spannungen. Kazumi Goto, erfahrene Einbruchsspezialistin, sentimental, geht impulsiv Risiken ein. Untersuchung des Todes ihres Liebhabers und Verbindung zu Allianzskandal. Ah, er weiß aber auch nichts darüber. Thane Krios, Drell-Attentäter, Höchstleistung in den Trainingsprogrammen der Hanar, verantwortlich für das 60-Minuten-Massaker auf Omega. Wegen Kepral-Syndrom in fortgeschrittenem Stadium hat Neutralisierung geringe Priorität. Warum sollte man Thane neutralisieren? Grunt. Okirs Tank gezüchteter Prototyp. Bedrohung für Fortführung der Genophage vermutlich minimal. Könnte aber Wissen über und Standort von perfekten Kroganern Salarianische Special Task Group weitergeben. Nein. Cerberus. Jetzt wird's interessant. Aufständische Organisation für die Weiterentwicklung der Menschheit, gegründet 2157. Aktiv im Citadel-Sektor und in den Terminus-Systemen. Starke Tendenz, Menschen als überlegen zu betrachten, sowohl von der Allianz als auch vom Citadel-Rat als terroristische Bedrohung eingestuft. Der finanzielle Verlust aufgrund der direkten Einmischung des Unbekannten bei der Bergung von Commander Shepards Leichte wurde durch die Daten des Lazarus-Projekts wieder ausgeglichen. Auslöschung erst nach Bestätigung der langfristigen Funktionalität von Shepard, ein Jahr nach Wiederbelebung. Tja, hat wohl nicht funktioniert. Aber er hat über den Unbekannten nichts, oder? Nee. Captain Bailey, C-Sicherheitskapitän, Überlebender des Reaper-Angriffs auf der Citadel, löst Probleme mit den kriminellen Elementen des Sekira-Bezirks gerne inoffiziell. Erpressungsmaterial in großen Mengen vorhanden. Aria T-Loke, inoffizielle Herrscherin von Omega, 300 Jahre Erfahrung als Kommandosoldatin, unnahbar, paranoid, ausgezeichnet Ortes, Organisations- und Verwaltungstalent. Ah, vor Aria hat er Respekt. Captain Anderson. Captain David Anderson ist ein abgelehnter Spectre-Kandidat. Enge Zusammenarbeit mit Commander Shepard vor der Zerstörung der Normandy SR-1. Kommunikation in Bezug auf erneute Kontaktaufnahme mit Shepard überwachen. Admiral Stephen Hackett. Ich mag den Hackett irgendwie. Kommandierender Offizier der 5. Flotte der Allianz Navy. Hat vor Zerstörung der Normandy SR-1 mit Commander Shepard zusammengearbeitet. Ein Undercover-Agent soll seinen derzeitigen Assistenten in 2 Monaten ablösen. Hoffentlich nicht. Shadowbroker geheim. Ach, es gibt hier noch Korrespondenzen und alles drin. Ach du Kacke. Persönliche will künstlich. Okay, ich glaube, das würde aber den Rahmen sprengen, wenn ich das jetzt alles lese. Nur Cerberus, genau, hier der unbekannte Profil. Das interessiert mich noch. Profil des Unbekannten. Heute gerauchte Zigaretten 4. Heute konsumierte Drinks 7.
Tägliche Skyball-Punktzahl 160:0. Fünftes perfektes Spiel in Folge. Heute getragener Anzug Kiuli und Vorn. Leichtes Leinenmaschengarn, Fadenzahl 2200. Einreiher Brusttasche, 5 Innentaschen, Manschetten mit 4 Knöpfen, seitliche Belüftung. Eingebauter Schutz gegen Beschuss auf kurze Distanz. Pflaumenblau. Sexuelle Beziehung, vergangene Woche. Sani Chelani von Ilium Entertainment zum Sexiest Mensch Alive gewählt. Boo Carrigal, Skyball Champion. Villa Vicchios, Fornax Dream Girl von 2185. Stacy und Steffi Strong, die Trockenlandzwillinge. Matriarchin Trelani, zweimal. Alter, was? Alter, voll die Sexmaschine, der Typ. Heute verschickte Nachrichten: Citadel, Ilium, Omega, Erde, Horizon, Eden Prime, Tessia, Palavan, Tujanka und Migrantenflotte. Mann, macht der viel. Viel zu tun hier. Naja, also ich lese das jetzt nicht alles, auch wenn es wahrscheinlich super interessant ist. Aber ich gucke noch kurz beim Shadowbroker nach. Mailarchiv. Das ist auch viel. Naja, an Shadowbroker von Agent Kechlu. Wir sind gemäß ihrer Anweisung auf der Heimatwelt der Yak gelandet und haben ein Exemplar für ihre Studien eingefangen. Mussten allerdings erst einige von ihnen töten, bevor wir diesen fanden, der daran interessiert war, den Planeten zu verlassen. Hoffentlich bedeutet das, dass er leicht zu beeinflussen ist. Dennoch rate ich zur Vorsicht. Diese Kreaturen gäben sicher wertvolle Stoßtrupps oder Leibwächter ab, aber gegen ihre Wildheit sind sogar Kroganer blutige Anfänger. Soweit wir das beurteilen können, gehört das zu ihrer Kultur. Sie sind keineswegs primitiv, anders als die meisten Kroganer. Unser Exemplar lernt fast so schnell wie ein Salarianer. Er könnte sich als gefährlicher erweisen, als sie vielleicht glauben. Von Kechulu an den Shadowbroker. Wenn Sie das hier lesen, junger Freund, haben Sie den bisherigen Agenten Kechulu eliminiert und seinen Posten eingenommen. Sie haben in den letzten Monaten mit einem Tempo gelernt, das ich nie für möglich gehalten hätte. Ich wäre ich nicht persönlich Zeuge davon geworden. Sie verstehen mittlerweile 17 Sprachen ohne Translator und ihre politischen Vorhersagen sind zutreffender als die einiger meiner besten Agenten. Sie werden als Kechulo Einsatzteams kommandieren, um Informationen zu sammeln und potenzielle Bedrohungen zu neutralisieren. Denken Sie dabei immer an Ihre Ausbildung. Wenn Sie die Beherrschung verlieren, kostet Sie das Ihren unbezahlbaren Verstand sowie die Loyalität Ihrer Männer. Der Shadow Broker führt Leute an, die nach Geheimnissen suchen. Seine Männer müssen ihm vertrauen, damit auch er ihnen vertrauen kann. Das Sammeln von Wissen ist eine heilige Aufgabe, was Sie sicherlich begreifen. Wollten Sie doch unbedingt Ihre Heimatwelt verlassen, um zu erkunden, welch Wunder Sie da draußen im All erwarten. Schicken Sie bitte aktuelle Berichte über sämtliche Operationen. Kechulu, ich bin stolz auf Sie. An alle von Shadow Broker. Agent Kechulu muss sofort ausgeschaltet werden. Er ist zu gefährlich, um am Leben zu bleiben. Angriff nur in ausreichender Überzahl. Falls das nicht möglich ist, alle Zugangscodes ändern und nur beobachten. Keine Informationen übermitteln. Kechulu darf keinen weiteren Zugriff auf. Ende der Nachricht. An alle von Shadow Broker. Agent Kechulu ist nicht länger ein Problem. Änderungen der Codes einstellen und zu normalen Aktivitäten wieder aufnehmen. Ich will bis zum Ende des nächsten Solartages einen Statusbericht über sämtliche Operationen. Shadow Broker, ouch. Tja, es ist bei ihm genauso gelaufen, also am Ende genauso gelaufen wie beim eigentlichen Shadow Broker. Okay, ich werde jetzt aber wirklich nicht alles lesen. Tut mir leid, wenn das jemand möchte, das Spiel kann man sich kaufen. Die Folge ist jetzt wahrscheinlich eh schon viel zu lang. Palavan hat die Ausrüstung gekauft, mit der das Duell zwischen General Partinax und Gehelix Thanos aufgezeichnet wurde. Das ist wunderbar interessant. Naja, ich werde wahrscheinlich hier eh die Folge am Ende ein bisschen länger gelassen haben, um die ganzen Sachen noch vorzulesen. Aber naja, gehen wir zurück zu Normandy. Das Problem wäre gelöst. Ja. Ich werde dann auch direkt jetzt mal eine kleine Aufnahmepause machen. Nächstes Mal müssen wir uns dann noch um Miranda kümmern. Die hat ja noch einen Job für uns. Was haben wir überhaupt alles noch an Aufgaben? Miranda und Samaras Aufgabe.
Dann müssen wir noch einmal nach Tujanka, um diese Quest abzugeben. Das habe ich ja vergessen, leider. Einfach damit sie weg ist. Und wir müssen nochmal zur Citadel. Da muss ich aber eh nochmal hin, weil ich nochmal alle Shops abgehen werde. Naja, aber das war es erstmal bis hierhin. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.